Hallo und willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir werden uns endlich auf nach Hogsmeade begeben und einkaufen. Shopping Queen, yes. Natty, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Nice. Da habe ich Bock drauf. Bin sehr gespannt. Das ist ich der bin Außenbereich. Froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ich dachte gerade, irgendwie habe ich mir Hogsmeade weiter weg vorgestellt. Ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Ich verbringe sonnige Nachmittage. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Ich muss total dem Drang widerstehen, erstmal überall hinzugehen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alterun an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Sehr schön, der Gärtner. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha. Was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Ah ja, okay. Ich bin normalerweise nicht so der Mensch, der sich für Crafting in Videospielen begeistert. Aber wenn wir da schon mal so mit der Nase drauf gestoßen werden, können wir das ja mal mitnehmen. Sieh mal! Hippogreife! Aus dem verbotenen Wald. Wo? Und das muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Meint ihr, Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Dort links ist der verbotene Wald. Er ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ja, ah, das stimmt. Hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Aber ich bin mir sehr sicher, dass unser Weg uns auch in diesen Wald reinführen also, wird. Also wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Die haben, glaube ich, Angst, gepflückt zu werden. Nützt nix. Kommt mit. Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Ja, Testrale. Wir können sie sehen. Ob Natty sie sehen kann, weiß ich jetzt nicht. Noch mehr hüpfende Pilze. Können wir sie im Vorbeisammeln aufsammeln? Ja, hervorragend. Schwupp, schwupp, sehr schön. Das ist nämlich auch immer so ein Grund, der mich von so Crafting-Geschichten immer so ein bisschen abhält. Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt?
Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Ach, hier. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Ja, das kann man auch bestimmt auch brauchen. Ja, was ich sagen wollte, das hält mich oft von so Crafting-Mechaniken ab, weil man dann wirklich ja stundenlang mit dem Sammeln beschäftigt ist. Wir müssen mal wieder eine Katze streicheln, glaube ich. Ja, wenn es dann immer jedes Mal so eine Aufsammel-Animation gibt und man dann für einen Trank oder wie auch immer dann erstmal eine halbe Stunde Sachen sammeln muss, da habe ich immer nicht so Bock drauf. Aber wir schauen mal, wie das so eingebettet ist. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Oney. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi-Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Ja, vielen Dank. Armer Mr. Moon. Ein Demi-Geist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Vielleicht schauen wir mal hier oben hoch. Oh, 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 oh. Ja, okay. Die hat also nicht so Bock auf Erkunden. Wir sind fast da. Okay. Die Schlossmauern so viel zu sehen. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Nati. Danke. Na, auf jeden Fall. Da bin ich doch immer für zu haben. So. Hogsmeade. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Ja, ich würde sagen, wir müssen ja auf jeden Professor Fall... Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Genau, Rezepte. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Bestimmt nur super Sachen. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Alles klar. Viel Spaß. Wir sehen uns später. Yo. Okay. Ah, ja. Die Karte von Hogsmeade zeigt Läden und Interessenpunkte. Interessenspunkte an. Mensch. Du kannst sie verfolgen, indem du ein Symbol auswählst und die rechte Maustaste drückst. Drücke Escape, um die Taste von Hogsmeade zu verlassen. Ja. Genau, das sind also die Punkte, wo ich hin muss. Die magische Rübe. Aha, ach, Dünger. Hm. Samen, richtig, so war das. Der alte Narr, ein verlassenes Gebäude. Honigtopf, da gibt es das gute Butterbier. Zonkos Scherzartikel, da müssen wir safe auch hin. Tierwesenbedarf. Cool. Da ist auf jeden Fall ein Schnellreisepunkt. Die sollten wir auch auf jeden Fall abgrasen.
Also in Laufrichtung links von uns. Oder war das nur die... Wir schauen mal eben nochmal auf die Karte. So, jetzt haben wir uns neu ausgerichtet. Genau, also rechts hinter uns muss irgendwo ein Reisepunkt sein. Da ist er doch. Siehst du mal. So. Und wir sehen auf der Karte bereits eine Truhe. Die ist da drin. Ah, okay. Moin. Müssen wir Schloss knacken. Und einfach mal in so ein Haus einbrechen. Ja, Schloss knacken, da will ich auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Wenn es Punkte zu investieren gibt, dann werde ich das machen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ein Stück zurück. Da hatte ich, glaube ich, den Schriftrollenladen gesehen. Menschliche Verwandlung ist gefährlich. Ein neugieriger Moin. Geist. Ja, das sieht mir doch nach Schriftrollen aus. Und was ist das? Huch. Okay. Na, wenn wir schon... Da oben fliegt doch was. Komm her. Handbuchseite in Hogsmeade 2 gibt es. Ja, dann werden wir wohl noch eine suchen müssen. Jetzt reden wir erstmal mit Thomas Brown. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Sehr erfreut. Dann hatten sie ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Das, Schauen wir klingt uns mal super. An, was wir haben. Ah ja, die sind also praktisch kostenfrei für mich. Das ist alles nicht verfügbar. Damit ich nur das Richtige kaufe, dann kaufen wir das. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Ich sehe mir vor allem die Preise an und stelle fest, ich bin ein armer Schlucker. Ah, das sind die Sachen, die ich habe. Und die könnte ich verkaufen. Naja, das lohnt sich ja nicht so richtig. Was gibt's denn hier überhaupt? T-förmige Tränkestation, aha. Ah ja, okay, also das ist wahrscheinlich so mein... für mein persönlichen Raum oder sowas. Raum der Wünsche wurde ja schon mal angesprochen und den kann ich mir dann vielleicht einrichten. Was ist das? Ey, auch hier komme ich rein, das ist ja stark, okay.
Ich hätte jetzt gedacht, das wäre nur Kulisse. Und wir einfach. Wir können euch einfach hier klauen. Doch. Na klar, wir klauen einfach. Tschüssi, ich habe mir nur einen Umhang geklaut. Ist ja auch nicht so schlimm, der verkauft ja hier Kessel und keine Umhänge. Okay, weiter. Oxhead, Zonkos. Ist das hier? Zonkos? Ich kann das nicht gut lesen da oben tatsächlich. Ah, ist verschlossen. Na, ich werde mir das ja nicht nehmen lassen, in Zonkos Zauberladen zu gucken. Guten Tag. Was tut es? Stark. Kann ich nicht. Ich hatte gehofft, man könnte auch irgendwas einkaufen. Soll ja auch nicht drauf drücken, steht da ja. Das will ich alles haben. Na gut. Dann nicht. Vielleicht können wir uns später was kaufen. Wirklich nicht? Schade. Aber wenigstens gibt es den Laden und wir konnten mal reinschauen. Das fand ich schon mal ganz gut. So, Blick auf die Karte. Zauberstab. Ich glaube, den Zauberstab bewahre ich mir für den Schluss auf. Da bin ich finde, das ist auf jeden Fall ein Highlight-Ding. Genau. Da sind wir gewesen. Zaubertränke. Ich glaube, da sollten wir hin. Hier liegt das Geld auf der Straße. Naja. Kann ich mir praktisch eine Waffe schleifen, falls mein Zauberstab nicht funktioniert oder ich hier keinen bekomme. Willkommen bei Jay Pippins. Guten Tag. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei Jay Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Auf jeden Fall. Ja, das klingt großartig. Wie kann ich heute behilflich sein? Genau. Edurus-Trank.
Aha. Felsigen Film. Ah ja, ein schadensreduzierender Zauber. Mega-Power-Trank-Rezept. Ich finde, sie hätten den Heiltrank irgendwie anders nennen können. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Ui. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Mächtiger Schadenstrank. Nahezu unsichtbar macht. Das ist auch schon nicht ganz verkehrt. Zauberschaden erhöhen, ja. Aber es sind teure Tränke, die Rezepte. Können wir uns auch nicht leisten. Zutaten können wir mal... Ui! 5 Florfliegen. Oder kostet eine Florfliege 100. Und wir haben 5 zur Auswahl. Das ist aber ja ein Zeichen. Was kosten die Pilze? Da könnte man ja glatt in Erwägung ziehen. Also man kann ihm unsere Pilze nicht verkaufen. Das ist ja hervorragend. Naja, gut, gut. Kampf. Werkzeuge, das sind fertige Gebräue. Ah ja, genau. Mhm. Sehr interessant. Ein mächtiger Schadenstrank. Das heißt, ein Trank kostet 1000 und das Rezept 1200. Das heißt also, ab dem zweiten hergestellten Trank amortisiert sich das schon. Das ist ja schön. 300, den haben wir kostenlos gekriegt, das Rezept hierfür. Stark. Aber alles zu teuer. Die Inflation in Hogsmeade ist katastrophal. Okay, okay. Was steht als nächstes auf unserem Plan? Die magische Rübe. Da geht's lang. Da werden wir ein paar Samen kaufen. Beziehungsweise dort werden wir ein paar Samen geschenkt bekommen. Oh, netterweise. Ja, moin. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Aha. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Diptam. Diptam, da klingelt was. Genau, das hat Hermine gebraucht, nachdem Ron zersplintert war. Gut, gut. Hier können wir also Samen kaufen, um... Wahrscheinlich können wir in unserem... Momentchen mal, da ist doch gerade was geflogen. In unserem... Ach hier. Zack. In unserem Raum der Wünsche oder so können wir dann... anpflanzen und hier können wir uns dann die entsprechenden Samen kaufen. Stark, wir haben die Hogsmeade-Seiten eingesammelt. Zauberhaft, wirklich stark. Also mir macht das Spiel viel Spaß. So, schauen wir doch mal. Sammlungen. Werkzeuge. Nee, wo war denn das? Buchseiten. Hm,
War das nicht in Sammlungen? Zauberstabgriffe. Ja, ja, genau. Wir haben einen freigeschaltet gehabt. Oder dieser war es, glaube ich. Beschwörungen. Ah ja, genau. Da sind unsere neuen Einrichtungsgegenstände drin. Zutaten, die ich gesammelt habe. Habe ich die selbst gesammelt? Oder zählt das, weil ich die Samen eingesammelt habe? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen doch irgendwie... Ach, genau, bei Herausforderung. So war das. Handbuchseiten. Hogsmeade. Ach, das geht jetzt weiter. Nachdem wir die zwei abgeschlossen haben, bekommen wir jetzt die weiteren. Na gut. Na, wenn das mal kein fescher Hut ist. Also 8 weitere Seiten in Hogsmeade sammeln. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht zum Brillenträger werden, dass es hier so viele Brillen zum Sammeln gibt. Ist natürlich nett, aber ich wollte unseren Jungen... Ah, da müssen wir auch noch herausfinden, wie man die hier... Wie man diesen Truhen hier zu Leibe rückt. Davon haben wir auch schon mal eine gesehen. In einer Toilette. Ja, ich wollte unseren jungen, dynamischen Kerl jetzt nicht unbedingt mit einer Brille ausstatten, weil ich dachte, junge, frische Augen kommen noch ohne Brille aus. Was natürlich Quatsch ist, ne? Wenn man so geboren wird und schon schlechte Augen hat, dann braucht man natürlich sofort eine. Aber ich habe bei der Charaktererstellung ja keine Brille gewählt, also ja, sehe ich keine Verwendung für eine Brille. Sag mal, ich habe das doch gerade erst geschnitten hier. Hallo. Wie schnell wächst denn dieses Unkraut? Zis. Okay, dann... Oh, da habe ich doch was fliegen sehen. Bleib stehen. Ach, hier. Geht es für uns jetzt zum Zauberstabhändler Mr. Ollivander? Und da ist er auch schon. Jetzt bin ich ja doch aufgeregt. Was werden wir für einen Zauberstab erhalten? Bei Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Guten Tag. Ich finde das ja in Rollenspielen immer so ein bisschen fragwürdig, wenn man einfach in irgendwelche Häuser eindringt und dort die Truhen leer räumt. Aber ist ja irgendwie so gewollt. Da muss man dann etwas, ja, mal die Augen zukneifen. Das ist halt eine bekannte Videospielmechanik. Also wenn wir das jetzt einfach nicht eingesammelt hätten, dann würde es uns halt fehlen. Ist ja auch irgendwie doof. Ja. Ups. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Gerbold Ollivander. Ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Mächtiger Kern. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig.
cooler Trick, der aber passt ja gar nicht, nicht zu so. Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Das klingt gut. Probieren Sie diesen aus. Nee. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Schade. Der sah das cool aus. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Ach, jetzt kann ich ihn mir hier selbst zusammenstellen. Ah ja, okay. Ja, hier würde dann jetzt wahrscheinlich zum Tragen kommen, wenn man die Verbindung geschlagen hätte mit dem Harry Potter Fanclub Account. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich wollte mich tatsächlich vom Spiel so ein bisschen überraschen lassen, was so kommt. Es wäre natürlich auch irgendwie cool, wenn man jetzt hier einfach den richtigen Zauberstab bekommt, den man, naja, den man ja da auf der Webseite erkundet hat. Schauen wir doch mal. Also hier können wir nichts verändern. Spirale, Aschbraun. Ja, okay. Dann gehen wir weiter. Wirklich interessant. Aha. Finde ja den irgendwie ganz schick. Faszinierend. Ah ja, okay. Können wir. Was ist das dann? Sind überflüssige Dingens, aber ja gut. Wirklich interessant. Grau. Sanfte Spirale. Das halt ist schon irgendwie cool. Faszinierend. Das geht so ein bisschen in den Elderstab, ne? Krummspirale. Naturgrau. Wirklich interessant. Ja, ich bin ein bisschen. Nee, ich glaube, die Spirale, die er mir vorgeschlagen hat, das finde ich schon ganz gut. Faszinierend. Ja, das hat schon was, ne? Ein bisschen düster, aber so mit dem Moos bewachsen und Hufflepuff, ich glaube, das passt irgendwie. Das finde ich gut. Holzart Kastanie. Wirklich interessant. Zypresse. Aber das ändert jetzt nichts an dem Aussehen, ne? Weil normalerweise ist ja wäre Ebenholz ja in ein sehr schwarzes Holz. Bucheresche ja doch eher anders. Zeder. Wirklich interessant. Ich glaube, ich hatte bei meinem ersten Durchgang Zeder als Holz. Ich habe ja dieses Wizarding World habe ich ja auch ausprobiert. Boah, kann ich mir jetzt gar nicht so richtig entscheiden. Wirklich interessant. Die Frage ist ja auch, warum sollte. Nehmen wir Weinrebe, ne? Also dieses spiralförmige, das hat ja auch, soll ja auch irgendwie was haben. Weinrebe, oder? Boah, weiß ich auch nicht. Faszinierend. Sommereiche. Ich nehme Kastanien, ich finde Kastanien auch gut.
Wirklich interessant. So, das müsste aber ja an der sichtbaren Länge müsste das ja was tun. Also einen ewig langen Zauberstab, das schockt natürlich auch nicht so richtig, ne? Muss das Ding ja auch irgendwie mal transportieren. Was hatte der? 13, 3 Viertel, das ist schon groß. Genau 12. Ich meine, 9, 3 Viertel wäre natürlich gut, da wir schon nicht mit dem Hogwarts Express gefahren sind. Können wir wenigstens so irgendwie, ne. 11,5, 11, 3 Viertel. 12, 1 Viertel. Ich glaube, einfach mittig oder was? Faszinierend. Flexibel, ja. Unnachgiebig, recht biegsam. Ich weiß nicht, was für eine Auswirkung das hat. Leicht federn. Bin ja vom Typ her eher so unnachgiebig, aber es passt auch nicht zu Kastanie. Ist ja irgendwie Quatsch. Peitschend finde ich gut. Wirklich interessant. So. Okay, das scheint also tatsächlich etwas mächtige Magie, beständige Magie, eine große Bandbreite an Magie. Hat das einen Einfluss? Mein Drachenherzfaser hat mich gerade schon ein bisschen angesprochen, muss ich sagen. Mächtige Magie, beständige Magie. Ich meine, es wäre schon schön, wenn meine Magie beständig wäre. Es wäre auch schön, wenn sie mächtig ist. Also, große Bandbreite spricht mich jetzt nicht an, ne? Also, das ist ja wieder so, ne, wenn, dann kann man zwar alles ein bisschen, aber nichts richtig. Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Also, ich weiß, dass bei Wizarding World habe ich Einhornhaar bekommen. Aber als er gerade Drachenherzfaser aus dem Regal gezaubert hat, fand ich das schon ein bisschen cool. Aber wir nehmen das Einhornhaar. Ein Zauberstab mit Einhornhaar ist sehr zuverlässig und seinem Besitzer treu. Ja, denn soll das wohl unser Zauberstab sein? Spirale grau-grün. Kastanie, 11, 3 Viertel Zoll, peitschend mit Einhornhaar. Wie ist die Kastanie? Passt die Kastanie da nicht rein in diese Aufzählung? Faszinierend. Wirklich interessant. Faszinierend. Roteiche. Ich bin mit dem Holz irgendwie noch nicht so richtig zufrieden. Schwarze Walnuss. Wirklich interessant. Na komm, nehmen wir den so. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Sehr gern.
Wenn sie ihn gut behandeln, gibt es keinen verlässlicheren Zauberstab als einen mit Einhornhaar. Und die Verbindung zu ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Auf jeden Fall. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Das werden wir, das werden wir. Also gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Nati. Aber hier bekommen wir jetzt keine Griffe oder was, okay. So, Ausrüstung. Vielleicht könnten wir jetzt... Ach Mensch, der verschwindet ja wirklich sehr, sehr tief da drin. Ich hatte irgendwie gehofft, dass der Griff eher hier so ansetzt. Aber das ist ja wirklich sehr, sehr weit verschwunden da drin. Dann lassen wir es erstmal so. So, jetzt sind wir auf jeden Fall top ausgestattet. Hübsch sehen wir auch aus. Haben einen unsagbar coolen neuen Zauberstab. Ich würde sagen, so sind wir bereit. Treffen uns wieder mit Nati. Und, schauen mal, ob das Butterbier hier wirklich so fantastisch schmeckt, wie alle sagen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao.